Nutzen den Seilaufstiegswerkzeug. Ja. What the fuck war das ein. War das ein Gegner? Okay, beeindruckend. Bitten Sie Alex. Sven, sonst werden noch und ein bisschen Schrottgewehr munition. Ach ja, die guten Zeiten. Abschlussfoto. Es ist so viel passiert. Auf jeden. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Notebook ist aber nicht Notizbuch. Das ist falsch übersetzt. Er feuert auf uns. Ich sehe nix. Ach, er hier. What the fuck? Da ein roter Knopf. Es freut hoffentlich keine mehr auf uns. Jetzt ist es doch voll elektrisch. Kann auch noch schief gehen.
Die müssen wir hoch. Ja. Genau so. Ich höre dich nicht. Okay, so kann es vielleicht klappen. Und jetzt. Granate. Genau so. Jetzt zurück damit. Ich hoffe, das fällt nicht ins Wasser rein. Und wir stehen im Wasser. Fantastisch. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mal raus. Oh Gott! Oh. Tut mir leid, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr! Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Als ob du das nicht öfters schon gemacht hast. Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, steht sogar Escape auf deinem T-Shirt drauf. Die anderen ziehen auf uns. Jetzt. Nein. Es darf niemand mehr sterben.
noch seine Leiche hier. Steh nie wieder auf. Wow. Das geht jetzt schneller. Facepalm. Am Seil vorbeigesprungen. Love it. Salutschüsse. Bin verstorben dann. Spiel dürftig bitte. Erstmal Fähigkeitspunkte ausgeben. Was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir alles. Vegas ist nicht so dringend. Okay. Was meistern. Gewichtheber. Okay. Mein Fähigkeitsrang erhalten. Okay. Okay. Ah, wir können jetzt hier. Jetzt haben wir ja Verbesserung. Kommen wir jetzt hier durch. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Okay, zu den Überlebenden am Strand. Ah, ist der Ort. Dieser Arena-Kampf, der hier war.
Zum Glück können wir jetzt hier abkürzen. Okay, wo geht es lang? Können wir hier hoch? Au. Ich meine, so geht's auch. Wahrscheinlich ist das sogar der richtige Weg. Okay, ich kann nur abkürzen. Kiste. Nein! E wollte ich drücken. Falsche Taste. Eigentlich keinen Bock mehr zu kämpfen. Zumindest für heute. Das bringt noch nichts. So und runter hier. Da fuck. Eine epische Cutscene abgestürzt. Sorry, es ist irgendwie lustig. Diese Kamera. Ah! Verdammt. Okay, da war ich jetzt. Diese Kamera einstellen. Kommt auf sie zu. Zack. Sieht so episch aus, als hätte es, als wäre es schon, als wäre es geschafft. Und dann. Okay. Oh Mann. Ich weiß nicht, ist es springen oder was ist jetzt? Die Kameraeinstellung ist saukomisch. Und ich weiß, ich aus der Perspektive sehe, weiß ich, wie komme ich darüber? Gibt es da einen anderen Weg, wie wir rüberkommen? Hier runter? Neuer Bogen. Neuer Bogenmodifizierung. Guck mal hier. Da müssen wir noch hin, ja. Dann müsste das doch theoretisch jetzt gehen.
Jetzt müssten wir doch schon so gut wie da sein. Nicht auf die letzten Meter noch mal sterben. Ein Geheimnis gab in der Nähe. Oh, das Wildschwein können wir nicht mehr kriegen. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Exakt. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut den See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Der kann sie auch nicht eine Minute rausnehmen. Muss gleich wieder aufbrechen. Zur Forschungsbasis. Alles klar. Das machen wir aber im nächsten Stream. Für heute soll es das mal gewesen sein. Wenn ich den Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. In den Bogen aufbessern. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Explosive Pfeile haben wir. Sie geht zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Rob. Und durchdringende Pfeile. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum es... Okay. Zur Forschungsbasis hinaufklettern. Ah, okay, ja, hier sind wir stehen geblieben. Das letzte Mal. Gehe ich nochmal kurz hier. Können wir hier mal den Piloten-Outfit, Guerilla-Outfit, Bergsteigerin. Das Guerilla-Outfit hatten wir, glaube ich, noch nie an. Das können wir noch gucken. Ah, doch, kommt mir bekannt vor. Aber passt doch sehr gut. Neuen Bogen haben wir gleich bekommen. Ach, das Feld haben wir noch. Da müssen wir lang. Alles klar. Na dann auf ins Gefecht. Dann wird es wahrscheinlich wieder gehen, wenn wir hoch zur Basis wollen. Ich weiß nicht, ist das jetzt das Ding, wo die Riesen gesehen haben, die mit Megakeulen.
Zu denen will ich ja gar nicht hin. Ich habe schon Angst vor denen. Früher oder später werden wir mit denen kämpfen müssen. Gegen die kämpfen müssen. So, und weil Link nicht mehr spielt, muss ich erstmal mit einer Störung reinkommen. Deswegen vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort Bosskämpfe und so. Lass mich jetzt mal reinkommen, die Steuerung mit den Papieren. Okay. So liegen das hier hochgedauert. Forschungsbasis. Die liegt. Die liegen feiner. Das heißt, hier gibt es was zu. Ist was zu jagen gleich. Das sah fast wie einer aus dem Bunker. Okay, hier haben wir noch ein Ding. So, hier. Und hops. Hinauf dort. Und hier entlang. Oder auch nicht. Oder in die andere Richtung. Mordsgefährlich hier. Nicht wo lang. Sind wir oben? Ah, hier sind wir. Weit hinten geht's nicht. Das Spiel will das wieder umblättern. So, hier rüber. Ich fühle mir noch mal einen Blick darüber. Oh, scheiße. Hier ist doch so ein Ding. Wir müssen uns doch festhalten können. Ja, hier. So ganz vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Leiter hoch. Immer noch ganz vorsichtig. Ich kann alles zusammenbrechen. Das sieht nicht gerade sehr sicher aus. Okay, die Forscherbasis treten. Nein, nicht mit der Waffe. Oh oh. Und waren die Leute das überkommen? Oha.